Fast 80 Jahre heiße ich schon Eckhard Stremme und habe mich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigt. Die Frage geht los mit, wer geht da noch arbeiten? Und die nächste Frage ist, wer kann denn das bezahlen? Die erste Frage ist ganz einfach, alle, die arbeiten wollen, gehen arbeiten. Denn man muss Arbeit auch mal mit Beschäftigung übersetzen und mit Interesse an dem, was man tut. Das ist eine völlig neue, aber einfache Idee. Genauso einfach ist es mit der Frage, wer soll das bezahlen? Denn wir haben ja schließlich ausreichend Geld in der Bundesrepublik, um das zu erledigen. Bei 52,7% Steuern, die in jedem Artikel drinstecken, gleichgültig, wo er gekauft wird, ist das durchaus möglich. Denn wenn Sie sich vorstellen, dass wir fast 50% unserer Produktion auf den Müll schmeißen, haben Sie ungefähr das Doppelte, wenn wir vernünftig miteinander umgehen. Das ist ganz simpel. Es hängt ausschließlich daran, wie wir miteinander umgehen. Und da könnte eine gewisse menschliche Intelligenz helfen, die Sache zu regeln.